Herzlich willkommen 1000Best TV. Ich bin hier in Marokko und ich fahre für euch die KTM 97 Adventure R und die normale 97er Adventure und habe damit wahnsinnig intensive zwei Tage gehabt und schaut euch das Video an. Ist wirklich eine großartige Geschichte. Bis gleich. Ja, heute sind wir gefahren, die 97 Adventure, und dann ist so, dass ich jetzt schon schön adjustiert bin, habe ich aber gemacht für euch, weil das war echt jetzt schön anzusehen, irrsinnig verschwitzt, weil es war wirklich sommerlich heiß hier und im Sattel ist ordentlich Adrenalin ausgeschüttet worden, war eine leibende Testfahrt. Normalerweise ist es so, dass wir da eine leibende Videocrew haben, perfekte Mikrofone und alles vom Feinsten. Die Videocrew ist aber noch draußen und hakelt ganz schwer mit der letzten Gruppe, die noch draußen ist, fahren. Und ich wollte euch wirklich jetzt emotional, direkt, fast live meine ersten Fahreindrücke geben. 97 Adventure, ich steige einfach mal auf, dass ihr gleich wisst, von was ich rede, weil sicherlich das wichtigste Thema ist für viele von euch. Ah, jetzt habe ich da hinten einen Hauptständer. Jetzt geht es nicht in die Federn. Und dann sieht man eins, es ist die zugängliche Variante der Adventure. Eins ist aber schon, es gibt da einige Möglichkeiten, um den noch zugänglicher zu machen, individueller, breiter für euch aufzustellen. Ich habe jetzt hier allein durch die Sitzbank die Möglichkeit, die in zwei Rastenpositionen höher und tiefer zu setzen. Und ich zeige euch das ganz kurz. Jetzt sieht man es jetzt zum Beispiel, ist hier die tiefe Position und ich kann alleine die Sitzbank schon mal anheben. Was dann auch noch möglich ist, und das ist die tiefste Möglichkeit, wie ich die Sitzbank runterkriege, ist aus dem Powerparts-Programm eine andere Sitzbankoption zu nehmen, andere Fahrwerksteile zu nehmen und dann komme ich insgesamt auf 800 mm Federweg runter. Das ist quasi das niedrigste, was man zusammenbringt mit einer 97 Adventure. Sie ist natürlich deutlich zugänglicher als die Adventure Air, einfach durch die Sitzhöhe. Und ansonsten ist natürlich der Federweg und diese hochwertigeren Federelemente, die im Wesentlichen den Unterschied ausmachen. Wenn wir schon über die Unterschiede sprechen von den zwei Motorrädern. Im Prinzip kann man sich das selbst ein bisschen zusammenstellen, wie man es halt gerne hat. Zum Beispiel, hier ist jetzt ein kleines Windschild drauf, es gibt ein größeres Windschild. Es ist jetzt drauf hier dieser Frontfender, also der Kotflügel von der Adventure. Ich kann mir aber auch auf eine normale Adventure den Frontfender, den aggressiveren von der Adventure R mit drauf geben. Das heißt, ich kann mir fast alles, auch die Sitzbank, so auf meine Adventure mit meinem Händler bestellen, wie ich es gerne hätte. Das Einzige, was natürlich dann den wesentlichen Unterschied ausmacht, ist halt das Fahrwerk. Ich bin jetzt heute gefahren mit der Maschine und ich muss sagen, es ist natürlich alles Leinwand, auf ein paar Sachen komme ich dann noch zu sprechen, was vielleicht den einen oder anderen von euch noch interessiert, einfach für die Kaufentscheidung, was vielleicht einige nicht Leinwand finden, aber was eine Überraschung war, was ich mir anders vorgestellt habe, ist, wie der Motor so tut. Ich komme mal rüber, er ist hier ein bisschen verbaut, ich filme dann ein paar Details noch ab, drüben am Stand. Es ist so, dass dieser Motor in der Adventure sich so anfühlt, als wäre er für die Adventure gemacht worden. Also diese Verwandtschaft mit der Duke, die spürt man gar nicht so bei seiner Testfahrt. Das fühlt sich an wie ein Reise-Enduro-Motor und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass KTM schon bei der Entwicklung des Aggregats gewusst hat, dass das einmal zwei verschiedene Motoren wären. Und jetzt liegt natürlich der Verdacht nahe, dass das hier, dieser 95 PS Duke L-Motor ist. Nein, das ist nicht so. Der Adventure-Motor ist ein anderer Motor. Er hat andere Nockenwellenprofile, dann natürlich auch ein anderes Mapping und tatsächlich, schon alleine mit diesen wenigen Maßnahmen ist es ein ganz anderes Teil. Wesentlicher Unterschied für euch, er ist wesentlich komfortabler, du hast kein Konstantverruckeln, ein viel geschmeidigeres, harmonischeres Motorkonzept. Es ist tatsächlich so, dass man das Gefühl hat, und das passt genau dafür, ich würde niemals auf die Idee kommen, dass dieser Motor auch in der Naked Bike so drinnen ist. Das ist echt fantastisch, wie dieses Baukastensystem funktioniert. Wo das Baukastensystem auch ganz famos funktioniert, ist die Geschichte, wie der Motor in das Fahrzeug reinpasst. Es ist ja so, dass die Maschine
für das, was sie Federweg hat, 21 Zoll vorne, 18 Zoll hinten, 200 mm Federweg, und trotzdem kriege ich die auf 800 mm Sitzhöhe runter, das ist echt eine Sensation, und das schaffen andere Reiseenduro-Hersteller so nicht. Also in diesem Package fällt mir jetzt nichts ein, was da rankommt. Ist deswegen möglich, weil der Motor auch bei der Entwicklung schon so gemacht worden ist, dass man gewusst hat, da macht man Reiseenduro-Motor mit, der dann auch selbsttragend ist. Das heißt, man hat sich anders als bei der 99 Adventure einen Teil von diesem Gitterrohrrahmen gespart, und der Motor ist ein mittragendes Element, und dadurch ist das ganze Motorrad hier in dem Bereich kompakter geworden und tiefer runter. Das ist sicherlich ein wesentlicher Unterschied zu anderen Reiseenduro-Konzepten, die draußen sind, die dann so gemacht worden sind, wo man, wie soll ich sagen, das ist halt sicherlich ein Unterschied zu anderen Reiseenduro-Konzepten, wo dann irgendwann einmal im Modellprogramm ein bisschen der Schuh gedrückt hat, und dann hat man halt was aus dem Regal genommen und aus einem Motor, der mal für was anderes gemacht ist, versucht drumherum einen Enduro zu bauen. Das ist ein Nachteil, dann hast du mit der Sitzhöhe ein Problem und hast auch wahrscheinlich auch mit dem Ansprechverhalten und so weiter ein Problem, und das ist hier echt sensationell. Es gibt wahrscheinlich, wie soll ich sagen, insgesamt drei, vier Themen, wo einige von euch sagen, na, das taugt mir jetzt nicht so, die möchte ich jetzt einfach ansprechen und ganz kurz drüber plaudern. Es ist so, dass es Leute gibt, die sagen, na, das gefällt mir nicht. Also die Front gefällt mir nicht, oder mir gefällt nicht, dass dieser Tank da unten so bauchig ist, das gefällt mir nicht. Na, das kann ich ja jetzt nicht schönreden, das ist wie es ist. Es ist vielleicht auch so, dass auf den Messen, wenn die Maschine so auf einem Podest steht, das dann noch wuchtiger rüberkommt, als es ist, aber es ist technisch eine gute Lösung. Es ist so, dass die Maschine im Stand, beim Schieben, beim Rangieren, beim Langsamfahren in den engen Kurven, das fühlt sich einfach anders an wie ein gewohntes Reiseenduro-Motorrad. Ich würde es dann nicht sagen, das ist so irgendwie KS-verwandt, aber tatsächlich ist es so, dass dieses Gewicht so weit unten ist. Ich habe echt unterschauen müssen, ob das jetzt ein anderer Motor ist. Es war ganz erstaunlich, wie tief dieser Schwerpunkt sich anfühlt. Ist tatsächlich bei einer kurzen Probefahrt für jeden von euch nachvollziehbar. Deswegen sage ich, ist technisch eine gute Lösung. Kann aber verstehen, wenn einige von euch sagen, ah, das gefällt mir nicht, egal wie technisch perfekt es ist, es taugt mir einfach nicht. Eins, was ich euch schon nehmen möchte, ist die Furcht, dass das da irgendwie nicht robust ist. Also ich weiß nicht, jeder, der Hardenduro fährt, weiß, dass diese Kunststoffmaterialien, ich kenne keinen Hardenduristen, den sein Tank einmal weggegangen ist bei irgendeinem Sturz, und ich habe die schon auch selber oft irgendwelche Felsen runtergeschmissen. Das Zeug ist ja wahnsinnig stabil, und selbst wenn es am Asphalt stürzt, hast du immer noch diesen neuralgischen Punkten zusätzliche Schleifdinger. Bei den Testfahrten auch die geschwätzigen Insider haben gesagt, es ist in der Praxis kein Problem, dass das auf einem Felsen oder auf einem Asphalt irgendwo bei einer Testfahrt, bei einer harten Problem macht. Also wer hier Angst hat, die Angst kann ich ihm nehmen, das ist in der Praxis kein Thema. Wem es nicht gefällt, na, das kann ich euch nicht ausreden, das ist wie es ist. Was ist noch wie es ist? Es sind Dinge, vielleicht kann man es hier zeigen, ausstattungsmäßig sage ich dann, was alles drin ist. Ausstattungsmäßig, wenn dann manche anfangen zu sagen, die Maschine, das ist ja Wahnsinn, da brauche ich ja kein 1290er. Tatsächlich im Sattel hat man echt das Gefühl, das ist eine komplette Reiseenduro. Wer braucht noch ein 1290er? Aber natürlich ist die 1290er Leihwand ausgestattet. Muss man so sagen, ist das wesentlich teurere Motorrad. Zum Beispiel bei diesem Windschild vorne. Das ist halt fest verschraubt. Und wenn du die verstellen willst, dann musst du halt mit dem Werkzeugkastel herkommen, musst halt diesen Schrauben da lösen, und dann kannst du das raufsetzen, runtersetzen. Und das sind halt Dinge, die bei einem teureren Motorrad, wie bei der 1290er Serie, halt einen Verstellmechanismus mit drinnen haben. Was natürlich auch der Kostenkalkulation geschuldet ist, ist die Seilzugarmatur da bei der Kupplung. Auch das ist, wie es ist. Jetzt könnt ihr sagen, man, das taugt man nicht. Und dann müsst ihr halt die teurere Maschine kaufen, diese 1290er Serie. Die haben halt eine hydraulische Armatur. Das sind die Dinge, wo ich sage, da kann man jetzt darüber diskutieren, ob das Leihwand ist oder nicht. Ansonsten hält diese 97 Adventure, was das Prospekt verspricht. Dieses Fahrgefühl im Sattel bei niedrigen Geschwindigkeiten, bei hohen Geschwindigkeiten, das ist wirklich Leihwand gewesen. Du fühlst dich auf dem Motorrad einfach, wirklich pudelwohl und fühlst dich so, dass das alles richtig gemacht worden ist. Das ist aus einem Guss. Es ist für mich eine wahnsinnig angenehme Sitzposition drauf. Ich bin jetzt 85 groß. Ich persönlich bräuchte jetzt noch im Gelände einen Riser bei den Lenkererhöhungen, weil ich dann ein bisschen mit zweit vorlehnen muss. Das wäre für mich jetzt notwendig, dass ich mir den Lenker noch ein bisschen in die Höhe gebe. Ansonsten ein wahnsinnig komfortables Motorrad. Überraschend in dieser Hubraumklasse. Also ich habe bei meinem Testmotorrad die hohe Windscheibe gehabt. Wer es mit dem Coolness-Faktor verkraften kann, die hohe Windscheibe, würde ich wirklich empfehlen. Es ist
ich weiß nicht, ein Wunder der Technik, wie das funktioniert hat. Ich habe hier diese hohe Windscheibe, ich bin gefahren, 170, 180 bis Tempo 2,5 sind wir gefahren einmal, ihr seht es auf die Onboard-Aufnahmen. Und es war vom Helm und so vom Oberkörper her wahnsinnig angenehm, keine Turbulenzen, wie auf einem richtigen Premium-Produkt. Ich würde fast sagen, ich habe keinen Unterschied gemerkt zu 1290er. Trotzdem hast du auf der Seite so eine leichte, kühlende Brise gehabt, die hier in Marokko jetzt echt leiwand ist. Wie es dann ist bei Minusgraden, kann ich jetzt nicht sagen, aber tatsächlich für mich hier bei der Ausfahrt heute wahnsinnig toll, sehr stabil, sehr angenehm, überhaupt keine Verwirbelungen, trotzdem aber ja, eine kleine kühlende Brise. Was ist noch zum Sagen zu diesem ganzen Elektronikpaket? Ich habe ja vorher diese Ausstattung kurz angesprochen, meine Lieben. Es ist, da manche rümpfen vielleicht die Nase, ich habe jetzt keinen Schlüssel da, ich mache dann eh noch andere Aufnahmen mit euch, aber dass wir mal die Tonspur haben für euch. Wenn man dann fährt damit, denkt man sich, na, ich kann nie wieder ohne fahren und ich will auch nie wieder ohne fahren. KTM hat irgendwo so eine Grenze gezogen und hat gesagt, na, diesen Quickshifter gehen wir nicht serienmäßig mit drauf, weil der Quickshifter, das verschreckt dann vielleicht einige. Das ist too much für diese Enduristen, die vorhin einen 50er und 90er gehabt haben, dass die sagen, na, das ist so ein Technik-Overkill, das will ich nicht. Das heißt, dieser Quickshifter, den muss man sich leider dazu nehmen. Also würde ich jedem natürlich empfehlen, weil das wahnsinnig toll ist. Ebenso der Tempomat, der hier drauf ist, der ist auch nicht mit dabei. Die anderen Dinge, über die ich jetzt spreche, die sind mit dabei und die sind leiwand. Zum Beispiel, mega praxistauglich. Du hast dieses Elektronikpaket ABS, Traktionskontrolle, da gibt es jetzt neu bei dem diesen Rally-Mode mit dabei. Und dieser Rally-Mode ist so ähnlich wie dieser Track-Mode bei der Duke, mit dem ich die Maschine mir quasi so frei konfigurieren kann. Und da kannst du eines machen, also was ich empfehlen würde, was ich gemacht habe, Gasgriff-Ansprechverhalten auf Street, also ja, diese Warmduscher-Ansprechverhalten-Aktion, aber ist wirklich leiwand. Das ist einfach leiwand. Das ist vielleicht für die 59er und die 90er-Fahrer dann Blasphemie, weil das dann so ein ganz harmonisches Ansprechverhalten ist. Ihr könnt euch ja die radikale Rallye-Gasgriff-Mapping raufschmeißen, sei euch gegönnt. Für mich ist das nichts. Für mich ist dieses Street-Ansprechverhalten wunderbar geschmeidig. Du hast kannst dahin gleiten, hast aber trotzdem den Punch. Und dann kannst du mit diesen Tasten hier während der Fahrt und bei wechselnden Asphaltbedingungen kannst du die Traktionskontrolle von 1 bis 9 dir einstellen. Und das ist jetzt echt nicht der wahnsinnige Elektronik-Overkill, ist aber so, dass du es in der Praxis echt nicht mehr missen möchtest. Du fährst da raus aus dem Hotel, hast einen wahnsinnig rutschigen Kreisverkehr, ja, dann lass halt einmal auf Stufe 8 oder 9 und dann hast du super Sicherheit und dann fährst du ins grobe Gelände oder auf groben Asphalt, wo du einfach sagst, na, ich möchte die Reifen ein bisschen schonen, aber hier und da will ich ziehen, dann gehst du halt runter auf 3 und du musst nie dann irgendwie stehen bleiben oder irgendwas herumfingern. Du kannst einfach mit dem Finger, die immer die Traktionskontrolle so einstellen, die Track-Fahrer werden es wissen, also die Rennstreckenfahrer, für euch ist es ganz normal, für Enduro-Fahrer ist es eine ganz neue Welt. Angenehmer Nebeneffekt für euch ist der, wenn du jetzt die Traktionskontrolle hier abschalten würdest oder ABS abschalten würdest, dann hättest du immer das Problem, das bei anderen Fahrzeugen immer wieder hast, wenn du die Maschine startest, abmachst, dann stellst du dich immer zurück und dann hast du immer das falsche Setup drin. Mit diesem Trick ist es so, dass du das Offroad-ABS drin hast, also hinten aus, vorne eingeschalten und mit dem Traktionskontrollen-Setup hier. Das bleibt den ganzen Tag gleich und du kannst das hier feinjustieren. Ganz eine großartige Geschichte, vollkommen praxistauglich, überhaupt kein Technik-Overkill, möchte man nie wieder missen. Was ist sonst an dem Fahrzeug? Es wirkt, ist alles wahnsinnig hochwertig und leiwand und taugt mir. Ich weiß nicht, ich habe es bei der Duke, glaube ich, schon mal gesagt, dieser Schalter hier ist ein bisschen, ja, hat jetzt nicht diese geschmeidige Eleganz, die man in der Preisklasse dann schon wünschen würde. Ansonsten ist das ja wirklich Jammern auf hohem Niveau, muss ich sagen. Was wollt ihr noch wissen von mir? Ihr wollt wahrscheinlich wissen, wie die Bremse so tut. Komischerweise, ich habe bei der Duke manchmal ein bisschen über die Bremse gejammert. Hier bei der Adventure ist es so, als wäre das ganz was anderes. Es ist ein sanftes Ansprechverhalten. Du hast eine gute Dosierbarkeit, eine hohe Wirkungskraft auch. Und gemeinsam mit dem langen Federweg würde ich jetzt gar nichts Aggressiveres wollen. Das passt wirklich wunderbar und ist alles schwer in Ordnung. Ja. Ihr kennt das vielleicht, einige haben ja bei mir die Duke-Videos gesehen. Und da war es so, dass die Duke, die 97er, hat da oben teilweise ein bisschen einen Ölverlust gehabt, meine. Und beim Getriebeausgang. Das ist so, dass das auch die neuen Duke-Modelle oder eigentlich die ab
teilweise nach, ab der wilden Produktionswoche, aber alle, die draußen am Markt sind bei den Dukes, sind jetzt auch schon auf diese neuen Dichtungen aufgerüstet worden. Ich habe jetzt oben eine andere Zylinderkopfdichtung drin, auch bei den Dukes. Und hier haben sie natürlich von Anfang an richtig gemacht. Das heißt, da gibt es jetzt diese Bräseln, wie man in Österreich sagt, nicht mehr. Das passt ja, vom Fleck weg. Und was ich euch auch noch zeigen möchte, ist, wie der Quickshifter hier integriert ist. Das ist natürlich so, ich habe hier den Quickshifter mit dran und den kann man sich, wenn man möchte, bei KTM dann quasi freischalten lassen beim Händler. Wenn man sagt, ich brauche das nicht, zu much Elektronik, dann soll man es bleiben lassen. In der Tat ist es so, dass ich, egal ob du Offroad oder Onroad fährst, jedem Kunden empfehlen würde, einen Quickshifter zu nehmen. Auf der Straße ist es ein ganz tolles Komfortfeature. Du fährst einfach ja, komfortabel. Die Nakedbike- und Racetrackfahrer werden es eh wissen, ihr kennt diese Sachen eh. Und im Gelände ist es so tatsächlich, dass es einfach der Stabilität halt irrsinnig förderlich ist. Wenn du deinem Schotter die Gänge durchsortierst, ohne dass du Lastwechselreaktionen reinbringst, kannst du halt irrsinnig lange Beschleunigungslinien ziehen und ist tatsächlich auch auf Schotter eine ganz leimernde Geschichte. Was man auch sieht, es ist ein irrsinnig kompaktes Aggregat, dieser 97er Motor, und es ist halt leimernd. Es gibt nicht mehr viele Aggregate, die heutzutage noch neu gemacht werden, muss man sagen. Ihr seht, ihr kennt bei anderen Herstellern Aggregate, die teilweise schon 10, 15, 20 Jahre im Regal liegen und dann immer wieder abgedatet worden sind. Und das ist halt ein Aggregat, was wirklich neu gemacht worden ist, wo du bei der Entwicklung schon gewusst, wo man schon gewusst hat, es gibt einen Quickshifter, es gibt verschiedene Modelle, die man dann daraus macht, die das Packaging einfach ja, auf die aktuellen Euro 5 Abgasnormen schon noch hingetrimmt worden ist. Das ist einfach eine solide und robuste, moderne Basis und das fühlt sich dann auch einfach im Sattel halt immer richtig an. Gehen wir nochmal zum Motorrad hin. Was ich euch zeigen möchte, wenn wir es hier schon drauf haben. Du hast natürlich bei KTM wahnsinnige Powerparts-Möglichkeit, eine Powerparts-Liste. Vielleicht kannst du von hier hinten kurz ranfilmen. Es ist so, dass diese ausladenden Koffer bei der 1290er teilweise zu Stabilitätsproblemen geführt haben. Da hat man natürlich Erfahrungen gesammelt und man hat dieses Pendel-System hier mit am Start, das bei Schwingungen, bei hohen Geschwindigkeiten, ja, diese Schwingungen entkoppelt und wo ihr Hochgeschwindigkeitsstabilität dann habe. Ich bin die Maschine heute ohne Koffer gefahren auf über 200 km/h. Ich gehe mal davon aus, es sind ja doch 50 km/h weniger als die 1290er, dass da auf der deutschen Autobahn kein Problem geben wird. Es gibt dann noch diese martialischen Alu-Koffer von Duradec, die man sich auch drauf schnallen kann. Für mich persönlich ist es alles too much. Ihr wisst das, ich nehme dann eher ein kompakteres Ding, aber da kann man sich auf der KTM-Webseite mit dem Konfigurator austoben. Wenn man sich austobt, ist man dann halt doch ein bisschen vom Preis entfernt. Ich habe jetzt unten drunter die Links, gebe ich mit rein in unseren Marktplatz. Da habt ihr dann konkrete Angebote von den KTM-Händlern in unterschiedlichen Konfigurationsstufen. Wenn man sich da austobt, geht dann schon ein bisschen Geld drauf, wenn man alles reinstopft. Ich würde empfehlen, Heizgriffe mit drauf, Tempomaten, wie man will, und unbedingt den Quickshifter und ich persönlich auch das hohe Windschild. Das für euch meine ersten Eindrücke, meine wirklich positiven Eindrücke von der KTM 97 Adventure. Morgen melde ich mich noch einmal, da fahre ich die 97 Adventure R, auch auf der Straße, und dann möchte ich erst ein bisschen auch auf diesen Vergleich eingehen. Das möchte ich jetzt noch nicht machen, also ich spreche morgen noch mal über die 97er, ein bisschen später im Video, dann im Vergleich mit der R. Da drüben ist gerade die Einschulung im Gang, wo die ganzen Specs und Information zur Testfahrt und zur Maschine rausgehauen werden. Da werde ich jetzt natürlich zuschauen und ich nehme euch gleich mit rein. Ist ein bisschen hemdsärmelig mit der GoPro zu filmen, aber da seid ihr gleich fast live mit dabei. Kommt's mit! Yeah, Rally is your option in there. As usual, you're selecting it, closing the throttle. And with Rally, like I said, it gives you the chance to change the characteristic of the throttle response. And when you come out of this mode, you see the slip. Mm. Now you can short cut it. So one is barely any traction control more the way. So the light off-roading we'll do on this bike today, 2 or 3, is really cool for doing some nice drifts and slide without full power really catching you out. It works really well, but that gives you an opportunity to try that out today. So you have, I think it's 40 mil front and back of adjustment, and of course the roll on these adjustable levers. So we will want to be accessible with this bike for lots of people. So yeah, it's not, yeah, we'll talk about the seat in a minute, but it's about, okay, playing with that, what making it fit. So changing the seat, okay, remove the pillion. Just to show you this pocket here as well. Okay, put your phone or whatever, and you can link this to the optional USB. Again, whatever, keep some small things in there, paperwork. Just another touch. It's done here. So the seat at the moment is on the lower position.
This is when I do this in front of everyone I mess up. So you can, it's on slotted cams, so you can just, yeah, I did it fine this morning. Yep, you just wiggle it up, it's down, now it's on the 850 position. So when we go out to ride later, just take the time, okay, I'd like it higher or lower, we can do. How did you do it? Well, okay, where? So it's on, I take it off now, so. This is when Andy looks at me like an idiot. You're gonna grow up to this for me. Yeah, so you see the slotted cams here. Ah, okay. Just on these. You put it in here and then you have here the high position, low position. Where so it slides in. Just about wiggling. Okay. Recover. Exactly. It and slides on this. And then you see the two places it sits here. Yeah. While we have this off, so two bolts here. This cover comes off, then you have access to the fuse and the battery. So again, about being accessible, usable, you're out traveling. Again, or just attach maybe something to the battery for heated garments or whatever, making that real easy. Accessing tools, you have, once the seat is off, on each side panel you have this, with a storage case, so first aid kit, tools, whatever, Snickers bar, maybe it's getting too hot in there. Ja, der Ronald Cabella vom Motorrad schaut, ob hier alles in Ordnung ist. Ronald, ihr habt ja dieses neue Adventure-Kettenspray, wo man, ja, für so Adventure-Bikes, was soll man hier machen? In der Wüste, ist das das Richtige jetzt dafür? Also wenn du wirklich in der Wüste fährst, so wie wir hier sind, im losen, tiefen Sand, dann solltest du ein Offroad-Chainloop benutzen. Das, was wir auch im Programm haben. Das Adventure-Chainloop, das ist eher für den Tourenfahrer, für den Touren-Adventure-Fahrer, der auf der Straße hierher fährt und dann vielleicht eine kurze Runde auf Schotter oder so dreht und dann wieder auf die Straße zurückgeht und seine Tour fortsetzt. Und das ist halt diese Mischung aus beidem, aber ganz klar hier in dem losen Sand, das Offroad-Chainloop. Und das ist von euch jetzt auch hier oben, das Offroad-Chainloop vom Motorrad? Das ist auf den Motorrädern drauf, das Offroad-Chainloop. Ja. Danke, sehr gut. Danke. Alexander, du hast die mächtigste Aufgabe. Wie viele Fotos musst du so durchschauen bei so einer Präsentation? Verschieden. Gestern waren es insgesamt 10.000. Alter, bist du... Und ich habe gerade, mein Job ist anzeigen in den Türen. 10.000 Fotos. Ready to race, ja, bitte. Ja, genau. Du, da habe ich schon schlechte Nachrichten. Wir waren heute beim Fotospot, wo er gesagt hat, wir sollen einen Willi machen. Es ist jeder verhungert, also heute muss ich dir 10.000 verhungerte Willis anschauen. Okay? Viel Spaß dabei. Ja, ganz super. Es ist immer wieder lustig immer wieder. Bei KTM. Ja, super. Ehrlich. Danke, Nils. Es ist, glaube ich, ist auch Leibens dabei für euch am Werksfahrer und der Rest ist ein bisschen erbärmlich. Aber viel Spaß, gell? Ja, danke. Leibern. Super. Ja, bei uns sind gerade die Fotoarbeiten und die Videoarbeiten im vollen Gange. Puh, na, heute kommen wir ordentlich dran. Also ich muss sagen, es ist ja manchmal so, dass bei diesen Offroad-Präsentationen die Hersteller so uns in schicke 5-Sterne-Hotels unterbringen. Dann fahren wir so ja, ein nettes Straßerl wohin, dann gibt es eine Bachdurchfahrt, da wird ein Foto gemacht und dann fahren wir wieder gemütlich weiter. Das ist ja heute echt anders. Also wir sind zwar in der Früh gefahren, bei Eiseskälte, doch ein bisschen Asphaltstraße, aber dann sind wir wirklich ins Nichts abgebogen. Hier wirklich, wirklich mächtiges Wüstenterrain. Nach der ersten Abzweigung sind die ersten schon stecken drin im Wüstensand. Und jetzt sind wir hier bei einem alten, ja, portugiesischen Sklavengefängnis, wo wir jetzt gerade Video- und Fotoarbeiten machen. Und es ist schon faszinierend. Also die ersten Eindrücke waren die. Ich bin auch im Sand stecken geblieben. Muss aber sagen, nach ein paar Instruktionen habe ich es dann gut im Griff gehabt. Zweiter Gang, die Traktionskontrolle auf die Stufe 1, also Less Intervention, Gewicht nach hinten und dann mit Schmackes raus. Und natürlich nachher auch darauf aufpassen, dass man nicht mehr reinfährt. Natürlich nicht stehen bleiben, Finger weg von der Vorderbremse. Und was bei allen Reise-Enduros, auch bei dieser Offroad-Raketen hier ist, in dem Moment, wo du in diesem sandigen, losen Untergrund vom Gas gehst, hast du halt eine massive Radlastverteilung nach vorne. Also so vorausschauendes Fahren ist halt irrsinnig wichtig, wenn du siehst, da vorne wird es kritisch, schon vorher halt vom Gas gehen, dass du dort dann mit gleichmäßiger Geschwindigkeit quasi drüber gleiten kannst. Und dann halt auch noch wichtig, es ist hier unglaublich weit, das ist man von uns nicht gewohnt. Bei uns gibt es immer einen vorgegebenen Pfad und hier ja, ist das Ziel irgendwie vorgegeben und den Rest suchst du selbst aus. Also nicht in den Spuren der anderen fahren, sondern deinen eigenen Weg suchen. Zum Fahrzeug. Also was jetzt massiv ist, muss man sagen, dieses Fahrwerk ist schon eine andere Welt. So was bin ich noch nicht gefahren auf einer Reise in Dura, muss ich ganz klar sagen. Das ist die Dinger, die ich bis jetzt gefahren habe, Haus hoch überlegen.
Du fährst so einen, ich bin da gefahren, weiß nicht, 90, 100, so eine Piste. Auf einmal kommt da eine Querrille, wo du denkst, bist deppert, na jetzt wird's aber heftig für die Maschine. Da gleitest du drüber, wie auf einer Sänfte. Das ist jetzt auch das Problem auf den Onboard-Videos. Ich fürchte, das schaut wahnsinnig unspektakulär aus. Das ist einfach so ein ruhiges Dahingekruse. Nur da sind schon ordentliche Bodenwellen mit drinnen. Und ich bin ja ähnliches Terrain gefahren bei dem Krieger Enduro-Red mit der Africa Twin. Es ist schon eine andere Welt. Muss man sagen, ihr wisst, ich bin ein Fan von der Africa Twin, jetzt, um den ersten Vergleich zu ziehen. Aber dieses Fahrwerk schluckt deutlich mehr, hat deutlich mehr Reserven. Aber trotzdem, und das ist das Überraschende, und das zeichnet ein hochwertiges Fahrwerk einfach aus, einen wahnsinnig hohen Fahrkomfort. Also diese Grätsche kriegt es wirklich hin. Ich habe vorher auch bei den Rallyassen zugeschaut. Sind hier ja, alles mit dabei, was Rang und Namen hat. Die haben es ordentlich krachen lassen. Du kannst richtig anrauchen. Und das Fahrwerk ja, ist einfach ein hochwertiges Ding. Deswegen kriegt es diese Spreizung auch gut hin. Jetzt wollen natürlich einige wissen, wie fährt das im Unterschied zur normalen Adventure auf der Straße. Das ist jetzt die Herausforderung, dass ich das mit diesen Reifen halt nicht wirklich sagen kann. Weil du kannst natürlich mit diesen Reifen jetzt nicht wirklich einen präzisen und schnellen Strich fahren auf der Straße. Jetzt kann ich euch gar nicht sagen, ist das jetzt auf der Straße mit den großen, Federwegen im Vergleich zur normalen Adventure weniger präzise. Dafür fehlt mir jetzt der Vergleich, dafür ist der Reifen zu anders. Aber ich versuche im Laufe des Tages dann noch ein bisschen mehr darauf zu achten und melde mich dann noch mit so einem abschließenden Statement und mit dem ganzen Test vom Test. So, jetzt bin ich hier mit dem Joe Bichler und Joe, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich die ankündigen darf. Darf ich die ankündigen als dem Mann, der die meisten Kilometer mit der 97 Adventure gefahren ist? Also zumindest außerhalb von den KTM wirklichen Testfahrern, auf alle Fälle schon, ja? Ja, wie viele Kilometer hast du bei deiner Afrika-Tour jetzt auf die Uhr aufgefahren? 19.000, also gute 19.000 Kilometer. 19.000 ist ein Wahnsinn. Joe Bichler kennt es vielleicht, ist ja der Mann, der dann durch Mitteleuropa reist und seine wahnsinnigen Abenteuer in unvorstellbar leimenden, ja, man darf es ja nicht mehr Dia-Vorträge nennen, das sind ja echte Multimedia-Shows präsentiert. Müsst es machen, ich habe jeden gesehen, es ist wirklich großartig. Joe, jetzt hast du eine wahnsinnig tolle Reise hinter dir und da möchte ich dich fragen, jetzt ist ja so bei diesen Hardcore-Reisenden, wie du einer bist, lese ich dann oft bei den Kommentaren, die spucken so ein bisschen auf diese großen Motorräder, auf die starken Motorräder, auf die Schwermotorräder mit dem Elektronik. Wie siehst du das? Du bist ja vielleicht auch die alten Hitten gefahren. Wie siehst du das mit den neuen Sachen? Ja, die neuen Sachen sind, wie es meistens einfach besser. Sie haben erstens mehr Leistung und sind auch wartungsfreundlicher. Wenn ich daran denke, in meiner jüngeren Zeit mit der Tenere hochgelobt und einer DR500, DR600, jeden zweiten Tag am Campingplatz, hier da bist mit öligen Fingern und der Motor halt gekriegt und irgendwas reparieren müssen. Und heute fährst du mit einer 1190er oder 1090er von selbst nach Indien, fährst 23.000 Kilometer und dann das zum ersten Mal überwechseln. Oder jetzt da 19.000 Kilometer mit genau dem Motor, nicht mit dem Motor, aber mit dem Modell hier und nach 19.000 Kilometer, okay, die Ketten ist zum Tauschen. Ja, aber das gibt's ja nicht. Ist das so ein bisschen eine verklärte Romantik, die Leute da haben, dass sie diesen alten Zeiten nachweinen? Weil das glaube ich definitiv mit Sicherheit. Weil auch wenn du unterwegs bist, du triffst immer wieder andere Reisende und du triffst eigentlich faktisch nie jemand, der wirklich aufgrund von einem Elektronikdefekt nicht mehr weiterfahren kann. Auch heute noch, wann wer liegen bleibt, das sind meistens mechanische Probleme. Und die waren damals und heute genau gleich. Okay, und jetzt ist ja so, es ist da wahnsinnig viel Technik drin. Du bist spektakuläre Routen durch den Chart gefahren. Brauchst du das dann auch in den Dünen? Kannst du da Nutzen draus ziehen? Ja, definitiv. Weil so speziell, also was da geil ist, ist wirklich dieser Rallye-Mode. Der Rallye-Mode ist wirklich ein Wahnsinn. Du kannst da erstens die Motor für dich selber herrichten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also der Rallye-Mode mit dem Motor im Rallye-Mode ist nichts für mich. Also das überlasse ich wirklich Profis wie dir. Also ich habe auch das Street-Mapping. Ja, also das war mir einfach krass. Also der Motor im Rallye-Mode, das ist einfach, geht nicht. Aber du kannst nachher die Traction-Control, kannst du da wirklich für deine Bedürfnisse richten. Und das ist genial. Weil du brauchst ja wirklich auf einer Schotterstraße grobe Steine, schaut es nicht, wenn du das hast. Und im Sand muss ausgeschalten sein. Und das kannst du während der Fahren völlig intuitiv mit dem Schalter da runter und rauf schalten. Und das sind schon Geschichten, die ich einfach klasse finde. Okay, und dann ist es so, dass ich schaue mir immer natürlich diese Kommentare an bei unseren Videos und dann habe ich gesehen, na, die Leute haben doch ein massives Problem mit diesem Tank. Was sagst du, hätte man da nicht einfach auf 5, 6, 7 Liter pfeifen können und das schmaler machen können? Oder braucht das noch irgendwer diesen wahnsinnig großen Tank? Ja, brauchen wir. Was man braucht, ist eine andere Geschichte. Ja. Naja, aber du musst sagen, also die Adventure-Motorräder werden meistens mit großen Tanks ausgeliefert und der Großteil fährt vielleicht am Gardasee damit. Da gibt es eigentlich genug Tankstellen dazwischen. Ja? Aber ich sage, eine Reichweite von mindestens 300, 350 Kilometer sollte ein Reisemotorrad heute schon haben und das bringt die locker zusammen.
Okay, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also du bist gefahren, wirklich heftige Sandpisten im Tschad, da unten in Afrika. Was war das Worst Case beim Verbrauch, das du zusammengebracht hast? Das waren 8,5 Liter auf 100 Kilometer. Aber Sanddünen? Nein, das war nicht mit Dünen, das war einfach tiefer, weicher Sand von LKW verspurt. Also da bist du wirklich am Kurbeln und da brauchst du nachher 8,5 Liter. Wobei im Normalfall brauchst du mit dem Teil auch, also Mischung, Pisten, gut, schlechte Pisten, bis bei 4,5 bis 5 Liter maximal. Ist natürlich eine wertvolle Information für euch, wenn ihr dann so eine wahnsinnige Reise auch plant. Also beinharte Aussage aus der Praxis, wie es ausschaut. Ja, ansonsten, jetzt hast du, was ich dir noch abschließend fragen möchte, schon eine wahnsinnige Erfahrung mit dieser ganzen KTM-Adventure-Palette. Wie würdest du diese 97 Adventure jetzt einsortieren und den ganzen leibenden Geschichten, die du schon gefahren bist, wo sortierst du die ein? Ja, ist ganz, ganz schwierig, weil also ich bin ja, also die erste war die 620 Adventure, mit dem von Anfang bis zum Ende, also eigentlich alles mitgemacht und man kann es eigentlich mit keiner wirklich vergleichen. Es ist, sagt, es ist so irgendwo zwischen einer 640er und einer 950er. Also es ist eine, sie hat vom Motor her die gleiche Leistung wie eine 950er, also an die 100 PS. Nur die 950er war ein geiles Motorradl, aber war halt nicht wirklich sehr, ja, alltagstauglich, nehmen wir es einmal so. Und die ist halt wirklich, du hast bei dem Motorrad, finde ich, das Geile ist das, du hast, was du ohne Gepäck fährst, hast du wirklich ein mördergeiles Offroad-Motorradl. Und das ist wirklich klasse. Sandstraßen, Sand, Schotter fahren kannst. Du kannst dein Gepäck drauf tun, fährst durch die Sahara 400 Kilometer ohne Support und du kannst meine Frau, die Renate, hinten draufsetzen und du fährst damit 15.000 Kilometer durch Westafrika. Ja, wenn ich frage mich, wie groß ist die Renate? Renate ist 1,70 Meter. Und wenn Sie jetzt, wo habt ihr geredet, wie ist diese Motorrad im Vergleich zu den anderen, was bisher gefahren ist? Also mit der Sitzbank würde ich es nicht nehmen, da würde es mir streichen. Also ich habe auf der R die Sitzbank von der normalen drauf dann, weil ich habe auch zum Beispiel, mir ist die Sitzbank von der R auch zu nieder. Also ich habe die normale Sitzbank drauf und die habe ich einfach hochgestellt. Und hinten die Sitzbank für die Renate ist natürlich um einiges bequemer für den Sozius wie die von der R. Also jeder, der vorhat, das Motorrad zu kaufen, die R zu kaufen und die Freundin mitzunehmen, kauft sich sofort die andere Sitzbank, ansonsten wird es keine Freude haben damit. Na gut, schon, wenn wir gleich dabei sind, muss ich gleich weiterfragen. Wie hast du das gemacht mit dem Windschild? Ist R Windschild oder das, ja, normal? Ja, ich bin einfach, also das andere, ich bin heute gefahren damit. Ich bin einfach, aber ich bin auch schon bei der F90er immer das niedrige Windschild gefahren. Ich bin kein Freund von diesen Glashäusern vor mir. Das mag ich einfach nicht. Na gut, du magst den Wind in der Nase spüren. Joe, und jetzt müssen wir natürlich noch ein bisschen Werbung machen für, ja, deine Aktivitäten. Wann geht's los mit der Vortragsreihe über diese mächtige Reise durch Afrika und wo kann man sich da informieren? Die Vortragsreise beginnt im Oktober. Wir werden irgendwann in Salzburg starten, dann natürlich wieder ganz Österreich und Deutschland bereisen damit. Auf meiner Homepage josef-bichler.at habt ihr alle Termine drauf. Und natürlich mit Sicherheit auch auf 1000 PS. Auf 1000 PS haben wir es auch. Jungs, ganz großartig, und Mädels natürlich auch. Joe, vielen Dank für deine Insider-Infos. Tschüss und Baba. Danke. Jetzt habe ich diesen Offroad-Tag hinter mir und ich muss sagen, ich bin schon viel gefahren in den, ja, 19 Jahren, aber so einen intensiven, abwechslungsreichen und wirklich auch, ja, adventure-lastigen Tag habe ich noch nie gehabt. Also KTM ist echt aufs Ganze gegangen und hat uns wirklich ins Eingemachte geschickt. Es ist leider sehr, sehr schwierig, diese Sachen auch in den Onboard-Videos rüberzubringen. Aber ich muss da nochmal betonen, ich habe tatsächlich viele eigene Aufnahmen gemacht. Also andere Kollegen machen es anders. Die nehmen dieses Stockmaterial, also dieses KTM-Material aus den Werbeunterlagen und labern dann daheim auf dem Sofa die Tonspur drüber. Das mache ich nicht. Also ich habe wirklich viel selbst gefilmt. Trotzdem, man kriegt nicht drüber, wie intensiv das Gelände da war. Es gibt hier quasi keinen Millimeter Piste, wo das Fahrwerk und das Fahrzeug nicht drangenommen wird. Und die Tatsache, dass das im Sattel unspektakulär aussieht, liegt einfach daran, dass das Fahrwerk auf der Adventure Air eine Sensation ist. Muss ich jetzt so sagen, ich habe gestern bei der normalen Adventure 97 schon wirklich das Motorrad gelobt und habe gesagt, das ist eigentlich das Richtige. Jetzt muss ich aber sagen, dass das Fahrwerk von der R ist, bietet mehr Federweg, muss man sagen. Es bietet mehr, ja, Bandbreite, weil es eben durch die Einstellbarkeit einfach ein größeres Nutzungsspektrum zulässt. Und was ich auch sagen muss, ist, dass es hochwertiger ist von der Güte her. Es ist das teurere Gerät und das ist halt so. Was ich jetzt leider nicht für euch rausfinden habe können, ist die Tatsache, was ist jetzt für die Straße besser? Weil ich habe hier mehr Federweg um 40 mm und habe hier aber das hochwertigere Fahrwerk. Ist jetzt die Frage, was ist dann beim Pässe heizen das Bessere,
Die normale oder die R, die normale hat ein nicht ganz so leibendes Fahrwerk, aber weißt du, das Ranzen auf hohem Niveau, das ist immer noch leibender, weil bei den anderen Reisen durchaus. Hier die Deluxe-Ware, als wäre es ein Tuning-Fahrwerk, habe aber hier das längeren Federweg. Es ist ein bisschen schwierig hier in Marokko natürlich, wir sind jetzt hier den Karoo 3 gefahren und die Straßen sind katastrophal, also mit Fußrasten am Boden um die Ecke geschmiegelt. Bin ich nicht, meine Prognose ist trotzdem für euch, wenn ihr groß genug seid und die Kohle habt, ist wahrscheinlich die R, das leibendere Motorrad, wenn die Größe einschränkendes Spektrum ist, bitte braucht ihr überhaupt kein schlechtes Gewissen oder irgendwie komisch dabei fühlen. Die Standardmaschine ist eine absolute Traummaschine, die das Level auch nochmal angehoben hat. Wie war das Fahren heute im Gelände? Eins muss man schon sagen, ist, will jetzt gar nicht sagen Kritik, aber KTM hat halt einfach die Erwartungshaltung so hoch aufgestellt. KTM hat uns erklärt, dass das jetzt so quasi wie eine Hard Enduro ist mit Fahrkomfort von einem Reisedampfer. Das war im harten Gelände dann natürlich nicht so. Die Maschine ist halt einfach 209 Kilo schwer. Auch wenn das alles super gestaltet ist und hochwertig gemacht ist, sind die 209 Kilo da. Und das sind halt dann doch einige Kilo mehr, wie zum Beispiel bei einer 690er. Und da bin ich schon beim Punkt, bei denen, die die Einzylinder lieben. Sie haben nach wie vor ihre Berechtigung. Trotzdem, ich bin ein Fan von dem Einzylinder. Am Ende des Tages, selbst diese Tour in Marokko, fahre ich lieber mit dem Motorrad als mit Einzylinder. Also die Luft wird dünner für die Einzylinder und schlicht und ergreifend, weil die so gut ist, könnte das irgendwann einmal das Ende für die 690er oder für die 701er bedeuten, weil dann einfach die Leute, wenn sie es probiert haben, das hier fahren. Wo ist die 690er noch stärker? Bei sehr tiefem Gelände und bei den langsameren Passagen oder auch dort, wo du mit hartem Druck in den Anleger fahren musst. Ein Beispiel für die, die es kennen, ist ein sehr bekanntes Rennen. Grigger Enduro Raid, das Beach Race, na, da bist du mit seiner 690er schneller, einfach weil es im Anleger einfach das Vorderrad nicht so schwer ist. Aber ja, es raunzt auf hohem Niveau. Ansonsten, dieses Reise-Enduro-Spektrum, muss man schon sagen, kommt jetzt an diese R nicht ran. Wir haben heute wirklich harte Pisten unter uns gehabt und sind halt so dahin gefahren. Und wenn du so über 200 Kilometer fährst, dann schnupfst halt immer wieder Spurrillen, immer wieder auch so Kanten. Und ich habe einmal wirklich eine echt mächtige Kanten geschnupft und habe mir gedacht, na, das war's jetzt. Aber das ist so, es ist nicht so, ich kann jetzt nicht sagen, man spürt sie nicht, aber das ist so, dass dieses Fahrzeug halt das wirklich inhaliert. Und das tut dir dann auch nicht leid, die Maschine, sondern du merkst halt, dass das echt dafür gemacht ist. Und das ist großartig, weil es halt echt viel Sicherheit bietet, viele Reserven bietet, immer dann, wenn man halt ein bisschen auf diesen Abenteuer-Spirit setzt. Was auch noch heute im Gelände, was ich auch ansprechen möchte, ich habe gestern gesagt, dass diese Traktionskontrolle wunderbar ist und dass man von 1 bis 9 das regeln kann und die quasi nie abschalten muss. Das hat echt gepasst, auch heute im Gelände wieder mit Stufe 9 am Morgen die Kreisverkehre hier beim rutschigen Asphalt und auf Stufe 1 wirklich übelstes Gelände, passt wunderbar. Eines geht nicht, die wenigsten von euch werden es machen, echte Dünen. Wirklich Hardcore-Dünen, so die richtigen Dünen, nicht nur die Mickey-Maus-Dünen, die am Straßenrand sind. Musst du die Traktionskontrolle ausschalten. Ich habe es probiert, ich bin dann stecken geblieben. Habe ja 360-Grad-Video auf Facebook, glaube ich, wenn das online unten drunter, da gebe ich dann den Link ein. Da habe ich es versucht mit Traktionskontrolle auf Stufe 1. Da regelst du da ab und verhungert die Maschine. Also Dünen sind das Einzige, wo ich sage, ich schalte Traktionskontrolle aus, ansonsten jede Schotterpiste immer Stufe 1 oder 2 ist ganz leimann, hast einfach die Sicherheit, wenn es trifft, dass das nicht komplett unkontrolliert ausbricht. Wirklich eine wunderbare Geschichte, das Elektronikzeug. Das ist der Fortschritt, da stehe ich wirklich ganz schwer drauf. Sitzbank hat der Joson angesprochen. Ich kann jetzt gar nicht sagen, bei der Tour, die wir heute gefahren sind, ob das jetzt Vorteile bietet. Weil ich gestern die Standard-Sitzbank bin ich ja nur auf der Straße gefahren und im leichten Gelände. Es war die Sitzbank der Standardmaschine natürlich komfortabler, aber du hast halt hier diese Flexibilität, dass du die Sitzposition besser variierst. Müsst ihr einfach vielleicht ausprobieren, sage ich mal. Ich bin mit der gut zurechtgekommen, natürlich die lange Strecke auf der Standard war etwas komfortabler im Sattel. Dünen fahren lernen, ja, ich weiß nicht, ich erzähle es euch einfach mal, wie es geht. Es ist nicht so dramatisch schwer, wir haben es die Kollegen dann erklärt im Sand. Zweiter Gang, niemals den Gasgriff komplett schließen, also auch wenn du mit der Hinterbremse bremst, immer ein erhöhtes Standgas übrig lassen, in den Rasten stehen, enger Knieschluss, Po nach hinten, Knie abwinkeln, aber nicht auf die Sitzbank setzen, trotzdem die Kraft über die Fußrasten einleiten, Lenker so locker wie möglich lassen und dann natürlich niemals eine dynamische Radlastverteilung nach vorne initiieren, sondern schön auf Zug bleiben.
Diese dynamische Radlastverteilung ist auch das, was die einzige Schwäche ist, immer noch von einer Reise-Enduro, selbst wenn es so eine wahnsinnig tolle Offroad-Rakete ist. Wenn du im harten Gelände halt vom Gas kriegst oder den Fehler machst, dass du auf der Vorderbremse bremst, kommt halt hier wirklich viel Kraft nach vorne aufs Vorderrad und dann wird es halt vorne wahnsinnig indifferent, kippelig und mühselig. Das musst du halt einfach lernen, dass du trotzdem auf Zug bleibst. Die 209 Kilo sind hier und die können wir nicht wegdiskutieren. Was sind noch die Kleinigkeiten heute bei der Tour? Was schauen wir uns noch an? Display. Display war sensationell. Ablesbar, wirklich, es gibt keine härteren Bedingungen. Staubig, Wüstensonne aus jeder Richtung. Dieses Display ist geil, das funktioniert. Was ich auch zustande gebracht habe, ist dieses Pairing mit der App, KTM Arrowhead App. Ich habe es dann nicht testen können, diese Funktionen, aber das Pairing hat schon mal funktioniert. Die Funktionen des Navigierens mit Turn-by-Turn-Navigation im Display habe ich Marokko nicht zusammengebracht, weil die Karten ich nicht runterladen konnte, natürlich, weil es keine gegeben hat. Für mein Handy in Europa wird es funktionieren. Also das Pairing und die Funktion hat geklappt. Auch geklappt hat das Pairing von dem Ding hier mit meinem Sena-Headset. Hat auch gepasst. Was war noch wichtig? Gasgriff. Die KTM-Testfahrer und auch die Werkspiloten haben gesagt, im Gelände unbedingt dieses Offroad-Mapping rein für den Gasgriff. Das ist so super und leiwand. Also ich weiß, ich kann da absolut keinen Vorteil dran erkennen. Ich habe immer dieses Street-Mapping rein und wenn ich dieses Offroad-Mapping reingemacht habe, dann war das einfach ruckelig. Ja, für, wenn man halt konstant dahin gefahren ist und das Ansprechverhalten war einfach radikaler. Ja. Also brauche ich nicht, aber die, die es wollen, können es sich nehmen. Unauffällig die Bremse, unauffällig einfach das Funktionieren, das Leihwand, Dosierbarkeit, alles perfekt, passt wunderbar. Die Kupplung ist okay, trotzdem jetzt hat es eine Kubatur, wo man wahrscheinlich sagt, es könnte auch durch diese Mittelklasse auch so Aufsteiger vielleicht ja, ansprechen, die halt ein kompakteres Motorrad suchen. Sie braucht schon ein bisschen Kraft. Ja, obwohl sie diese Assisted Slipper Clutch hat, also diese zugkraftunterstützte Kupplung, ist es so, dass das halt nicht so ja, leicht, so leicht zum Ziehen geht wie halt eine hydraulische Kupplung. Also ein bisschen Anstrengung hat man im Laufe des Tages, aber ja, ich muss halt auch was zum Lamentieren finden, dass kein Lobhudelei wird. Ich würde es wahrscheinlich bei einem anderen Motorrad gar nicht ansprechen. Ansonsten, was muss ich noch sagen, wenn sie sagt, negative Punkte, es soll kein Lobhudelei werden. Also tatsächlich, dieser Tank, der ganz eine große Diskussion immer im Internet ist, ist so, dass es halt massiv getestet worden. Wir haben einen Kollegen, ich möchte keinen Namen nennen, der ist halt, glaube ich, fünfmal gelegen und einmal einen massiven Überschlag hat er gemacht. Da ist der Tankschutz, der hat einen Carbon-Schutz gehabt, ja, zerbrochen. Der Tank selber hat keine Probleme gehabt, alles Paletti. Es ist, glaube ich, jeder irgendwo einmal umgeflogen und es hat immer keine Probleme verursacht. Also ich glaube, dass das technisch eine gute Lösung ist und dass das so passt. Und wer damit nicht klarkommt, der kann es halt nicht kaufen. Es ist, wie es ist. Anders sehe ich es ein bisschen mit der Front. Da hat KTM die Strategie, dass sagen, sie möchten, dass dieser Scheinwerfer so ein bisschen eine einheitliche Linie reinbringt und dass das auch an die Duke-Modelle erinnert und dass man KTM von vorne erkennt. Ich weiß nicht. Also ganz, ich würde es sie mit einer Rallye-Optik vorne wie eine 450er Werksmaschine, würde ich persönlich geiler finden, aber keine Ahnung, wie man das sieht. Auch das ist, wie es ist. Heute bin ich gefahren mit dem tiefen Windschild und auch das, da streuen sich, also da trennen sich die Geister. Ich finde das höhere Windschild leiwander, andere das tiefe Windschild. Da ist das klasse, du kannst beide Windschilder auf beide Motorräder verwenden, ebenso die Sitzbank, der Joe hat es erwähnt. Wort noch zu den Reifen, Metzler Kuru 3 haben wir drauf, bis 170, 180 mit den langen Federwegen sind wir auf der Straße gefahren, ist okay, aber natürlich Vorteil, die Standardversion bin ich gestern gefahren, bis 205, stoisch, ruhig und passt perfekt. Und diese Stabilität ist, glaube ich, auch die größte Stärke von der Maschine im Vergleich zu den romantischen Einzylinder, muss ich sagen. Das ist die Sensation, wenn man da drin sitzt und das ist auch für mich der ausschlaggebende Punkt, dass ich sage, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ich würde der Maschine den Vorzug geben gegenüber einer 690er und ich liebe die 690er, bin die wirklich gern gefahren, tatsächlich, weil du hier wirklich hohes Reisetempo fahren kannst, mit stoischer Ruhe, mit wahnsinnig tollem Komfort, aber trotzdem dann die mächtigen Murgler auf der Straße inhalierst und das ist jetzt erstmals mit dieser Maschine möglich. Wenn ich für euch noch einen Vergleich ziehen darf, mit den wichtigsten Modellen am Markt, wahrscheinlich im Moment, was käuflich erwerbbar ist, weil ich schon gefahren bin, Africa Twin, möglicherweise der härteste Konkurrent. Africa Twin finde ich vom Reisekomfort her
auf einem ähnlichen Niveau. Es ist durch das DCT wahrscheinlich die Afrika Twin, für die, die es gewohnt sind, ist DCT dann eh eine Bank. Ich finde die Afrika Twin vom Gesamterscheinungsbild schöner, weil diese Front und so stimmiger ist. Es ist wirklich ein anbetungswürdigeres Motorrad auch von vorne. Es gibt aber dann schon ein Aber. Das Aber ist, dass dieses Fahrwerk hier aus der Kiste dem Afrika Twin Fahrwerk deutlich überlegen ist. Muss man sagen, ich bin mit der Afrika Twin auch grobes Gelände gefahren. Das schlagt durch, das wirkt geschunden und geschändet am Ende des Tages, und das hier wirkt so, als wäre es dafür gebaut. Das muss man einfach ganz klar so sagen, da hat KTM eine neue Benchmark gekriegt. Die anderen Mitbewerber sind dann alle schon eine ganz andere Liga. Das jetzt mit irgendwelchen 850er GS oder so zu vergleichen, die sind ja auch, glaube ich, am Ende des Tages nicht dafür gemacht. Auch in den Prospekten versprechen ja nicht das, was die hier verspricht. Demzufolge tue ich jetzt irgendwem Unrecht, wenn ich es vergleiche. Interessant natürlich der Vergleich mit der DNR 700. Die fahre ich ja bald einmal, ich glaube in ein, zwei Monaten. Ich weiß es nicht. Die alleine schon durch den Preis ist die auf einem anderen Level. Deswegen wird der Vergleich dann ohnehin schwierig. Vermutlich schon alleine durch das mehr an Geld, was drinsteckt, stecken hier dann wahrscheinlich auch die hochwertigen Komponenten drin. Aber das ist jetzt unseriöse Kaffeesudleserei. Das lassen wir mal. Ansonsten habe ich nichts Negatives entdecken können für euch, aber viele positive Dinge, die diese kaufen, eine Freude haben, und können wir gerne unten drunter auch ihre Erfahrungen posten. Da freue ich mich wirklich ganz, ganz besonders drauf, auch wenn ihr schon 1000, 2000 Kilometer drauf habt, haut unten drunter die gnadenlosen Kommentare oder die Freude mit dem Motorrad drauf. Und vielen Dank jedenfalls fürs Mitmachen. Gebt mir noch einen Daumen hoch, es war wirklich ein intensiver Tag, und das Daumen hoch auch für die Kameracrew, die ist geröstet worden in der Wüste und hat alles gegeben für euch. Vielen Dank, tschüss und Baba hier aus Marokko. Thank you.